bin jetzt hier beim Tonstudio, denn ich nehme jetzt das Hörbuch auf. Das Hörbuch zu meinem neuen Buch, Schmitz Mama. Ja, muss aufpassen, denn das erste Buch hieß ja Schmitz Katze und jetzt Schmitz Mama, ne? Ja, meine Mama fusselt nicht so viel, aber die Geschichten sind auch. Und ich wusste gar nicht mehr, wo ich aufhören soll, wirklich. Also, mir hat es Spaß gemacht, das zu schreiben und jetzt werde ich es aufnehmen. Meine Stimme verwandelt das Ganze in ein Hörbuch und ich bin sehr gespannt. Hoffentlich ist einer da. Naja, sonst... Sonst erzähle ich es euch jetzt einfach. Denn man kann da auch mal. Ach, geht los! Was ist los? Wir müssen runter. Hey, komm her, wir gehen runter. Hm, die Treppe runter. Vorsicht, tut euch nicht weh. Können wir loslegen? Ja, der Ralf. Wir können los. Da ist er. Wir können los. Da ist er. Komm, fang direkt an. Direkt rein, Ralf. Das ist der Mann, der sich um alles kümmert. Ja, da ist er. Ich hab vergessen, wie er heißt, aber auch nicht so gut. So, jetzt geht's los. So. Thomas, können wir loslegen? Ja? Okay. Schmitz Mama. Geschrieben und gesprochen von Ralf Schmitz. Ja. Wenn man sauber macht, dann muss man Möbel, Vasen und vielleicht die Oma auch mal zur Seite räumen. Damit man drunter... Nee. Wenn man sauber macht, dann muss man Möbel, Vasen und vielleicht auch die Oma mal zur Seite. Wer das Ganze hier geschrieben hat, wenn ich den erwische, hat man Vorrat. Jedenfalls muss ich jetzt weitermachen, das ist ganz dringend, wir müssen ja irgendwann mal fertig werden. Ja? Ein kleiner Einblick und ich hoffe, wir sehen uns bald. Ihr, vielleicht mögt ihr das Hörbuch ja mal sehen oder vielleicht das Buch. Würde mich freuen. Tschüss. So, jetzt raus.